hallo, die UV zu Besuch. Wie schön. Ich wette, Sie sind genauso neugierig, wie ich damals war, als ich diese Treppe entdeckte. Eine Treppe, die nach unten führt. Ich dachte erst, es ist ein Bauernkeller oder Bunker. Aber nichts von dem. Desto tiefer ich gegraben habe, desto mehr habe ich gemerkt, dass ich auf den Spuren einer untergegangenen Kultur gestoßen bin. Und das in meinem Garten. Ach, was soll ich Ihnen sagen? Kommen Sie, ich zeige es Ihnen. Herr Krause, verraten Sie doch mal, wie lange haben Sie gebraucht, um dieses Dschungelhaus zu erschaffen? Zu erschaffen? Das ist nicht ganz richtig gesagt. Ich habe es ja entdeckt, ich habe es ausgegraben. Und ich habe 2 Jahre gebraucht, um das Ganze zu restaurieren. Das sah ja nicht so aus wie hier. Bei weitem nicht. Sie können sich ja vorstellen, was alles zerfallen war. Geschaffen habe ich eine Illusion. Was ist hier nun vorgefunden und ist echt? Oder was habe ich ersetzen müssen, um ein Erscheinungsbild zu erschaffen? Das ist dem Betrachter selbst überlassen. Wahr oder unwahr, Schein oder Trug, es ist auf jeden Fall eine Illusion. Ich möchte sagen, also der Stall von Bethlehem ist es hier nicht. Ich habe ihn hier nicht entdeckt. Aber es ist ebenfalls ein kleines Wunder, was ich in meinem Garten entdeckt und ausgegraben habe.